a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup all just for you. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatzvideo bzw. Campingplatzvideo von der polnischen Ostseeküste. Wir sind hier ein wenig von den Hotspots abgerückt. In Mistrój gibt es mehrere Campingplätze, die mir aber im Zentrum zu sehr an Geräuschkulisse lagen. Okay, der junge Mann hat gerade angefangen, wir haben 11 Uhr. Der rodet da drüben das Gelände, weil dort ein neues Haus entsteht. Hier auf dem Agro-Camping Dana ist es ultra ruhig. Wir stehen hier komplett alleine. Die Saison ist ja seit dem Wochenende mehr oder weniger vorbei hier in Polen. Wir sind herzlich deutschsprachig empfangen worden. Und ich muss sagen, hier ist wieder genau das, was ihr aus unseren Videos kennt. Herzlichkeit, Liebe zum Detail. Ankommen, wohlfühlen, abschalten. Und eigentlich auch Ruhe. Genau. Und die Lage ist besser, als viele vermuten. Wir sind nämlich hier direkt neben einem See. Bis zum Meer sind es durch den Nationalpark und dem Hügel bedingt, weil du nicht gerade gehen kannst. Luftlinie sind das ein paar Meter. Sind es ein paar Meter mehr, die man laufen muss. Aber wir sind hier in dem Örtchen Wieselka. Es gibt hier Einkaufsmöglichkeiten, es gibt lokale, kleine und hier sind ja wenig Touristen oder die, die die Ruhe suchen. Und von daher zeige ich euch wieder ein Kleinod mit Herz und Wohlfühlcharakter. Ihr kommt hier angefahren, entweder kommt ihr aus der Richtung Mistrój, was im Moment durch die Baustelle etwas schwierig ist, oder ihr kommt aus der anderen Richtung. Aus der Richtung Kohlberg. Das ist die Bundesstraße 102, die momentan, nicht irritierend, etwas stärker befahren ist, weil die Autobahn hinten neu gebaut wird, verbessert wird, aber dadurch die Abfahrt Mistrój gesperrt ist und ihr einen Umweg von 35 Kilometern hier über die 102 nach Mistrój fahren müsst, wenn ihr aus der Richtung Swinemünde kommt. Abenteuerlich, der Zuweg von Wolin bis hier, bis ihr auf die 102 kommt. Aber da schaut mal in das andere Video über unsere Anreise nach hier. Wir empfehlen, nicht von Wolin aus hierher zu kommen, wenn ihr größer seid als unser 7-Meter-Fahrzeug. Die Länge war nicht das Problem. Die Höhe, ihr müsst unter 3 Meter sein, ansonsten seid ihr danach 3 Meter. So, ihr kommt angefahren. An dem Zaun seht ihr schon, der Campingplatz ist komplett eingezäunt, videoüberwacht und alarmgesichert. Das große, schwere Tor schließt um 22 Uhr und ihr habt hinten nochmal eine Schranke für auf den Camperbereich. Willkommen sind hier Fahrradtouristen mit Zelt, Wohnwagen, Wohnmobile, aber auch diejenigen, die hier einen der Bungalows mieten möchten. Hier könnt ihr also auch mit anderen zusammenreisen, die keinen Camper haben und auf andere Art und Weise ihren Urlaub hier verbringen möchten. Hier vorne, wo die Bäume beginnen, geht der Weg zum Strand. Ein Fußweg von 15 bis 20 Minuten und ihr kommt an einen sehr ruhigen, wunderschönen Strand. Ich bin jetzt gestern nicht mehr gegangen. Wie gesagt, im anderen Video seht ihr meine Gründe. Und hier hinter den Birken beginnt, ich weiß nicht, wie der See heißt, ein wunderschöner See. Da beginnt auch direkt der Fahrradweg, wie wir gestern leider auf dem Rückweg feststellen mussten. Und ein Walderlebnispfad, der wunderschön ist, mit interaktiven Spielgeräten für die Kinder, Picknickplätzen. Also von daher Nationalpark Wolin, mittendrin unser Campingplatz Agrodana. Und jetzt zeigen wir euch einmal, wenn ihr angekommen seid, wo ihr euch anmelden könnt. Im Eingangsbereich haben wir noch die Müllentsorgung für den Restmüll. Ihr könnt hier auch noch Säcke nehmen, falls ihr mehr zu entsorgen habt.
nochmal Glas und Bio. Aber für Plastik, Papier und Ähnliches sind ja auch noch die ganzen Mülltonnen, die es hier wirklich zahlreich gibt, über den ganzen Platz verteilt. Zeigen wir euch aber gleich auch nochmal. Hier wird akribisch und drastisch getrennt. Ihr kommt bis an die kleine Schranke gefahren und dort beginnt ihr euch anzumelden. Hier haben wir die Rezeption. Entweder sieht man euch, weil man eh schon draußen arbeitet, wie es jetzt auch der Fall ist, oder ihr nutzt die Klingel oder wählt die hier angegebene Handynummer und schon kommt jemand, um euch anzumelden. Das geht ganz unkompliziert. Es wird sich gar nicht groß registriert. Hier hängt die Preisliste, damit jeder weiß, was es für ihn kostet. Und die kann ich auch nicht durchgehen. Die ist auch auf der Homepage. Und ich sage jetzt einfach nur, was wir mit unserem Wohnmobil und zwei Personen inklusive Kurtaxe und allem anderen, was wir da hinten nutzen, bezahlt haben. 108 Zloty, umgerechnet ungefähr 26 Euro. Also völlig in Ordnung. Es gibt Spüle, es gibt Küche, die Spüle ist in der Küche, Dusche, WC, es ist alles dabei, weil wir sind ja auf einem Campingplatz. Von daher, bist du mit dem Wohnwagen, bist du mit dem Zelt, variieren die Preise. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nur aufs Wohnmobil ein, weil ansonsten müsste ich das alles übersetzen. Wobei die Camper, da müsst ihr auch noch mal drauf achten, hast du ein Gefährt bis 7,50 Meter, kostet es 102 Zloty. Die 108 waren falsch, sie haben uns zu groß geschätzt. Ja, ist egal. Ist egal. Und entsprechend 108, wenn du größer bist, und ab 8 Meter kostet es dann 114 Zloty die Nacht. Abreisen musst du hier bis 11 Uhr. Deshalb müssen wir jetzt Gas geben. Die haben wir nämlich gleich. Für die Schranke zu öffnen, ist hier ein Taster. Damit geht sie auf und zu. So. Wir haben hier vorne auch schon den Entsorgungsbereich. Und wie das Gespräch mit dem Betreiber gerade ergeben hat, war das früher mal hier ein Wald. Das Grundstück ist schon seit vielen Jahrzehnten im Familienbesitz und wurde dann zum Zeitpunkt des Ruhestands unseres lieben Betreibers in diesen schönen Campingplatz umgewandelt. Wenn ihr auf den Platz gefahren seid, der Fahrweg ist zum größten Teil gepflastert und mit Rasengitterstahlen versehen. Nicht komplett, aber die Wiese ist super befestigt. Das machen wir gleich. Aber da ich nicht hin und her laufen möchte, erst die Entsorgungsstation, Grauwassereinlass, Chemietoilettenentleerung. Das wird nächstes Jahr noch geändert, dass wir diese schräge Einfüllstutzen haben, den wir von den meisten Kästen kennen. Den Schlauch zum Spülen eurer Kassette ist da. Und auf der nächsten Seite haben wir hier kein Frischwasser. Frischwasser wird nächstes Jahr hier auch geändert, weil die Kiste nochmal umgebaut wird. Hier der Sanitärbereich, der über zwei Waschbecken verfügt, einen Föhn, zwei Toiletten und zwei Duschen. Entsprechend beschildert, ob Männlein oder Weiblein. Und hier haben wir die Dusche. Es ist auch Duschgel vorhanden. Und entsprechend die Duschkabine. Licht haben wir jetzt nicht angemacht, hätte vielleicht Sinn gemacht. Aber wir zeigen euch, das gleiche Prinzip ist hinten auch nochmal. Da haben wir weitere Duschen und da können wir euch das nochmal zeigen. Wie gesagt, zwei Duschen. Hier ist das Schild Weiblein weg, hier ist die Toilette. Aber wir haben hier momentan das auch nur notdürftig, weil hier das Material gelagert wird, um die Verkleidungen der Duschkabinen nebenan zu erneuern. Das ist das Hauptsanitär, das jetzt bei der geringen Besucherzahl geöffnet ist. Das andere wird noch modernisiert. Und dafür sind hier die Verkleidungen, um hier die Wände zu verkleiden. Wir haben hier entsprechend die Duschkabinen mit ausreichend warmem Wasser. Das Ganze läuft über Durchlauferhitze, also nicht, wie es in den Apps stand, oh, da ist nur kaltes Wasser. Nee, wer einen Durchlauferhitzer kennt, der weiß, dass das Wasser, wie auch bei unserem Wohnmobil, wenn man es gerade anstellt, eine Zeit dauert, bis es die Temperatur hat, die ich gerne zum Duschen verwenden möchte. Dann haben wir hier noch zwei Toiletten. Alles sauber, gepflegt, ausreichend vorhanden. Von daher haben wir hier zwar so ein bisschen
den Containerscham, aber wer in Polen länger unterwegs ist und kleinere Plätze aufsucht, der hat auch diese Art der Konstruktion halt schon mal gesehen. Es ist auf jeden Fall alles sauber. Und dann haben wir auch daneben noch einen kleinen Küchenbereich mit einem Kühlschrank, der bei Bedarf eingeschaltet werden kann. Spülbecken, auch mit warmem Wasser. Eine Waschmaschine, einen zweiten Kühlschrank. Wir haben eine Kochplatte, Wasserkocher. Wir haben entsprechend die Versorgung hier auch mit Geschirr. Und kleine Bücherecke, na, da haben wir jetzt nichts drin, aber hier sind noch Teller, Gläser, so dass man sich hier mit dem Nötigen eindecken kann. Praktisch für die, die mit dem Fahrrad und dem Zelt unterwegs sind. Ne? Also von daher kann man hier auch dann trocken sitzen. Alles da. Die Stellplätze sind parzelliert. Es geht einmal im U herum, plus hier in dem Mittelweg ist die Fahrrinne im Moment mit diesen Reifen markiert. Markiert werden die Parzellen mit Holzstöckchen, die gelb angestrichen sind, aber größtenteils umgefahren wurden, wie vorher auch schon die Kunststoffrohre, die in gelb aus dem Boden kamen. Deshalb wird es jetzt demnächst geändert und die Parzellen werden mit diesen gelben Steinen markiert. Das kennen wir auch aus Frankreich. Das ist eigentlich immer gut und nicht zu übersehen. Am Zaun entlang sind die Stellplätze entsprechend nochmal markiert mit Platzschildern, wie das von unserem. Wir haben hier zu Beginn des Platzes noch eine Frischwasserversorgung, wo ihr aber auch den Schlauch über den Anschluss hier abmachen könnt, um euren anzufüllen und Wasser zu zapfen. Ja. Wir stehen dort Strom. Hier haben wir dann auch schon die Stromsäule, zwei Anschlüsse für Starkstrom, vier Steckdosen für die Stellplätze, wobei ihr hier einen Adapter braucht für die 220 Volt. Auf CE. Auf CE. Mal gut, dass wir bei Strom nochmal den Alfred dabei haben. Hier vor jeder Stromsäule ist noch ein Grauwasserabschluss und entsprechende Anzahl der Steckdosen haben wir auch nochmal auf der anderen Seite. Und hier haben wir auch nochmal das Schild der Parzelle. Und die Parzellen sind wirklich groß. Ich bleib mal hier stehen und Alfred geht bis zum anderen Ende der Parzelle. Das hast du hier relativ selten. Viele der Hotspot-Campingplätze sind so eng, dass du da halt Schwierigkeiten hast, überhaupt einen Stuhl zwischen die Fahrzeuge zu kriegen. Und hier musst du auch nicht für Vorzelt oder Markise extra zahlen, weil das ist auch so eine Sache, die du in Polen immer wieder findest. Zu der Wiese, wo wir stehen, die wir euch gezeigt haben, gibt es noch Ausweichplätze, gerade wenn es vielleicht etwas nasser sein sollte, weil hier haben wir Rasengittersteine und eine begradigte ebene Fläche mit dem Stromanschluss, mit der Abwasserentsorgung in der Stromkiste, genau wie wir sie oben haben. Also von daher, hier steht ihr zwar näher an der Straße, aber wenn es regnet, ist es halt von Vorteil. Wie gesagt, nachts ist die Straße leer, hört ihr nichts. Und normalerweise, wie gesagt, fahren hier ja auch nicht so viele Autos wie jetzt, wo hier die Umleitung ist. Wenn ihr grillen möchtet mit Gas, ist das ja auf dem Gelände auch erlaubt. Aber wenn ihr anderweitig grillen wollt oder nichts mit habt, haben wir hier die Grillinsel oder die Vergnügungsmeile des Campingplatzes. Hier auf dieser kleinen Insel finden wir einen klassischen modernen Kohlegrill. Wir haben aber auch hier noch diesen schönen gemauerten alten Grill, der noch von unten mit Holz befeuert wird. Und wie ihr im Intro schon gesehen habt, komme auch ich hier auf meine Kosten. Wir haben hier die schöne Schaukel, den Strandkorb, den man wieder heranrücken muss. Aber im Moment werden hier Baumaterialien, alte Baumaterialien gelagert. Ist aber nur vorübergehend, wie uns der Betreiber erzählt hat, weil er momentan hilft, ein Haus zu demontieren. Wo gegrillt wird, will man sich auch hinsetzen, man will essen. Manchmal regnet es, manchmal ist es zügig.
haben wir noch hier diese hübsche Hütte, wo ihr von der Garderobe über die Spüle, über Zeitungen alles findet, Mülleimer. Und wie überall, wo Räumlichkeiten hier sind, haben wir auch den Putzeimer. Insgesamt kann ich nur immer wieder betonen, der Platz ist sehr, 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 sehr gepflegt. Und im Vergleich zu einigen Plätzen, auf denen wir waren, vor allem auf dem letzten Bauernhof, wo wir waren, ist das hier 1A Sternchen hoch 3. Also von daher, alles picobello sauber. Wenn ihr jetzt sagt, in Google Maps, in den entsprechenden Apps, steht aber, dass es da mal schmutzig war, dass die Toiletten nicht geputzt waren, bedenkt bitte, die Betreiber sind ein altes Ehepaar, beide über 70, die das noch absolut fit hier in Schuss halten. Man ist gerade auch da vorne bei im Spielplatz wieder das Unkraut auszumachen. Die liebe Dame des Hauses ist aber ein bisschen erkrankt an ihren Füßen. Also die, ich sage das jetzt nicht böse, aber die watschelt da wirklich humpelnd durch das Gestrüpp und macht das Unkraut aus. Da tat mir ja schon der Seele weh, ich wollte ja schon helfen. Und man hat hier Kräfte, die natürlich auch die Reinigung übernehmen, aber das ist wie bei uns zu Hause. Die kommen nicht jeden Tag, wo sie arbeiten sollen. Das kenne ich aus meinem Berufsalltag nur zu Genüge. Und von daher, wenn an einem Tag die Putzfee vielleicht mal nicht kam und ihr sagt, oh, die Toilette ist vom Vortag nicht geputzt, da kann nicht jeder für. Ne? Sie machen alles, was sie können. Die Betreiber sind den ganzen Tag vor Ort und können auch nicht mehr als zweimal am Tag hinterherwischen. Hinter der Grillinsel haben wir noch eine Obstwiese, die angelegt wurde und noch erweitert werden soll, mit dem Trampolin für die Kiddies und auf der anderen Seite das Wohnhaus des Betreibers, der hier vor Ort wohnt. Das heißt, dadurch ist er aber auch für alle Belange oder Fragen, die ihr habt, permanent vor Ort. Wann kann ich anreisen? Ab 10 Uhr könnt ihr anreisen und das bis 20 Uhr. Oder auch vielleicht später. Wie gesagt, das Tor schließt um 22 Uhr. Für diejenigen, die aber hier ein Bungalow mieten wollen, stehen diese kleinen Holzhütten zur Verfügung. Sind 4 Stück. Die anderen können wir euch nicht zeigen. Die sind belegt. Und noch ein Apartment über der kleinen Scheune, die hinten auf der anderen Seite steht. Die haben wir euch ja gezeigt, als wir das Sanitär gefilmt haben. Hier eine der Bungalows, die ihr mieten könnt. Alle auch schön angelegt mit Terrasse, Sonnenschutz und einem netten Gärtchen drumherum. Das sitzt da ganz schön. Und durch die Blumenvielfalt und der Obstwiese habt ihr hier jede Menge Pfauenaugen, Schmetterlinge. Hinten die Wiese ist gesät mit Schmetterlingen und Libellen. Und die setzen sich sogar auf dich. Also die sind ganz zahm. Nutzen wir die Wegstrecke für einige Informationen. Wieselka? Wie gesagt, einmal um das Hügelchen da vorne, Straße rauf, Straße runter. Küstenfahrradweg, der R10, geht hier vorne daran vorbei. Hört in Wieselka auf, nehmt die Umleitung, die hier vorne am See vorbeigeht. In Wieselka Einkaufsmöglichkeiten, gerade was Badeartikel und so weiter angeht. Einige Lokale, ein Discounter, der Dino, ist in die andere Richtung, ich glaube 1,5 Kilometer entfernt. Und der Campingplatz ist von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet. Was haben wir noch Wichtiges? WLAN gibt es hier nicht, aber dafür alles andere. Eure Hunde sind hier willkommen, müssen aber an die Leine geführt werden. Und das kleine Wäldchen hier vorne darf nicht als Gassiplatz genutzt werden, weil das ist der Kinderspielplatz. Wir haben ein sehr neues, hochwertiges Spielgerät hier, ein Kinderkarussell. Und hinten, in einiger Entfernung, hinter den Solarpaneelen, steht auch noch ein großes Trampolin. Das haben wir euch ja schon von oben gezeigt. Das steht hinten an der Obstwiese. Und weil man hier so schön in die Wälder guckt und hinten in die untergehende Sonne, nachher die hinter der Düne, eigentlich ist es ja eine bewaldete Düne vom Nationalpark Wollin, untergeht, sitzt man hier schön geschützt und überdacht in dieser schönen Holzlaube. Und kann entweder den Schatten, weil wir haben heute 30 Grad, oder den Sonnenuntergang genießen. Was soll ich sagen? Wir sind schon wieder am Fazit.
Wir waren nur eine Nacht hier, weil wir ausgerechnet haben, wenn wir so weitermachen, kommen wir nie bis Danzig. Von daher geht es heute weiter. Der Plan war ein anderer. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Ich würde den Platz immer wieder ansteuern, auch um von hier aus Richtung Wulin und ins Hinterland zu fahren, nicht nur an der Küste entlang. Ein Hotspot haben wir hier nicht, aber dafür haben wir alles das, was uns an einem Hotspot stört. Wir haben hier, haben wir alles das nicht, was uns an einem Hotspot stört. Wir haben Ruhe, wir haben Natur, wir haben deutsch sprechende, freundliche Betreiber, die sich um einen kümmern. Wir haben Herzlichkeit, wir haben Ausflugstipps, die einem direkt mitgegeben werden, wenn man ankommt. Einkaufstipps und vieles mehr. Wir haben wunderschöne Wanderwege rundherum, wir haben den Fahrradweg vor der Nase. Einkaufsmöglichkeiten und Lokale haben wir auch. Und wir haben hier einen Platz, wo ich gestern Abend gesagt habe, hier kann ich nackt zur Dusche laufen, weil wir waren ganz alleine. Wir wünschen an dieser Stelle dem lieben Betreiberpaar noch viele, viele Jahre, dass sie so gesund und ja, gut dabei sind, wie sie jetzt schon mit über 70 sind. Dass sie weiter den Elan haben, dieses Kleinod aufrechtzuerhalten und dass man doch mit dem Besuch die beide unterstützt und einfach den Müll wegräumt und andere Unsinnigkeiten einfach nicht macht, damit uns die beiden hier noch lange bei Laune bleiben. Und noch ein kleiner Hinweis, solltet ihr auf die Idee kommen, hier auf dem Platz mit Feuer zu hantieren, das wird teuer. Genau, da haben wir... Die Stadt fliegt hier regelmäßig oder die Gemeinde, weil es Naturschutzgebiet ist, mit Drohnen und mit Hubschrauber drüber. Und hier hatte einer gegrillt, aber er hatte keine Kohle mit, der hat mit Holz gefeuert. Und das hat eine Rauchentwicklung gegeben und dann kam die Feuerwehr an. Und das waren umgerechnet 1.800 Euro Strafe. Betreiber hat es auch nicht mitgekriegt, erst als die Feuerwehr auf sein Gelände fuhr. Und da war es zu spät. Ja. Also wenn, haltet euch daran, dass ihr mit Gas grillt oder mit Kohle, beziehungsweise vorne auf der Grillinsel ist es ja erlaubt, weil auch dort direkt Wasser daneben ist. Von daher, kommt her und genießt es, so wie wir es genossen haben. Wir sagen wieder Danke, bis zum nächsten Platz. Bewerten wir den heute nicht. Ach so, Da! Volle Punktzahl. Volle Punktzahl. Was sonst? Und von daher, wenn ihr uns auch noch eine Punktzahl da lasst, sind wir doch schon wieder tutti completti. Von daher, so, jetzt aber. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.